Hallo zusammen, das ist jetzt mal ein erster Test, nachdem ich OBS neu installiert habe und jetzt auch wieder mal auf YouTube nach irgendwelchen Einstellungseinstellungen gesucht habe, sozusagen. Ja, hoffe ich mal, dass die Aufnahme jetzt ruckelfrei läuft. Das scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein, dass das Spiel an sich, wenn man es spielt, ruckelfrei läuft, aber die Aufnahme danach ruckelt, weil einfach irgendwas von der Einstellung her nicht passt. Entweder, ja, manche haben halt, sag ich mal, diesen. Jetzt kann ich es hier natürlich nicht mehr ändern, weil ich gerade aufnehme. Mit OBS haben halt hier diese CPU-Beschleunigung eben drin oder hier CBR mit einem gewissen Wert dann eingestellt. Hatte ich früher auch mal gehabt. Hat auch funktioniert. Jetzt habe ich auch gesehen CQP, was immer das heißen mag. Qualitätsregulierungsmethode, also ja, Quality irgendwas, keine Ahnung. Level, weiß ich nicht, welchen Einfluss das hat, ob weniger besser ist oder mehr besser ist, ich habe noch keine Ahnung. Wir probieren es jetzt halt einfach mal aus. Ich bin mal sehr gespannt. Dann hieß es ja noch, man soll möglichst auf ein schnelles Laufwerk, also keine alte HDD oder am besten SSD oder M. Wie heißen sie? M.2, M.0, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall eine schnelle Festplatte, wo sie eben auch schnell aufnehmen kann und auf keinen Fall das gleiche Laufwerk wie das, wo das Spiel drauf läuft. Und okay, jetzt gucken wir mal. Was habe ich noch eingestellt? 4K, 60 Hertz. Mein Blue Yeti Mikrofon und auch als Tonabnehmer letztendlich. Ausgabe für die Aufnahme, habe ich gesagt, auf Laufwerk C. Das ist also eine M.2 heißen die, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall am MP4 und eben von der Grafikkarte her den NVENC, also Nvidia Encoder letztendlich. Den neuen, New. Hoffen wir mal, dass der neue besser ist als der alte. Und CQP. So, wie gesagt, also ansonsten alles lassen wir das mal. Und dann probiere ich das jetzt einfach mit einem relativ simplen Spiel, was nicht besonders anspruchsvoll ist, aber trotzdem zu Rucklern geführt hat im Video. Wie gesagt, nicht im Spiel, das wurde alles sauber flüssig angezeigt, aber das Video hat dann geruckelt. Nicht anzusehen eigentlich und ich entschuldige mich auch für meine Stimme. Die erotische Stimme gerade, das kommt von meiner fetten Erkältung, die ich mir eingeholt habe, irgendwo die Woche. Ja, und hoffen wir mal, dass das bald wieder weggeht. Jetzt bin ich erstmal sehr gespannt. Also ich kriege jetzt hier 201 FPS angezeigt gerade. Mit 70 automatische Konfiguration in Arbeit, okay. Na gut, ich weiß gar nicht, ob ich das Sideman. Ich habe den Rechner auch neu installiert, ob ich das schon mal hier laufen hatte, nachdem ich den neu installiert hatte. Deswegen gehen wir erstmal kurz in die Einstellung rein. Aber selbst bei sowas hat es ja schon. Entschuldigung, im Video geruckelt. Also ich habe jetzt hier angezeigt konstant 60 FPS eben gerade. Von daher denke ich mal genau, V-Sync ist aktiviert. 60 Hertz. Entschuldigung. TV, Grafikeinstellung 4K und sehr hoch. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins Spiel. Deutsch, gut für mich. Tutorial brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Hä? Achso. Okay, da. Mein Gott, brauchen wir eigentlich auch nichts zu machen jetzt, denke ich mal. Gehen wir trotzdem mal kurz rein. Meine Farmerin hier. Boop. So. Soll ich doch vielleicht mal kurz einen anderen Dress mal wieder, der so ein bisschen mehr Farmer-like aussieht. Ich weiß nicht, so Kleidchen. Das ist natürlich auch nicht Farmer-like, ganz klar. Also am besten Farmer-like, sag ich mal, ist immer noch das erste Outfit, was man gleich zu Anfang hat. Anzug ist natürlich mit Sicherheit. Ist ja egal. Also das ist eh nur Kosmetik. Was soll der ganze Kram? Manche Leute stehen drauf, ich brauche es nicht unbedingt. Ich finde, die Mütze passt am besten eins zu meinem Mädel hier. Sonnenbrille. Bleistift im Ohr oder was? In dem Ohr, meine ich.
whatever. Also da kann man sich austoben hier. Feuerlöscher, ne? Zum Beispiel gibt auch so ein Feuerwehrmann-Outfit. Jeder so wie er es mag. Speichern. Zurück. Und weiter. Machen wir mal weiter und gucken mal, ob OBS das jetzt vernünftig aufnehmen kann. Hier die Scheiße. In 4K will ich das haben, bei 60 FPS und ohne Ruckler. Ich denke, das kann ich auch erwarten von meinem Rechner. Der ist nämlich eigentlich relativ fix mit einer GTX 1080, 16 GB RAM und eine i7 7700K. Nein, ist nicht übertaktet, aber das sollte auch so locker reichen. Das ist gerade für so ein Spiel, das nicht besonders aufwendig, nicht besonders hohe Anforderungen hat an die Rechenpower eigentlich. Aber trotzdem schön aussieht. Ich kann es immer wieder nur sagen, Farm Together ist, gefällt mir optisch sowas von gut. Aber gut, das soll jetzt auch kein Gameplay werden. Ich will jetzt nur mal gucken, ob ich mit diesen Einstellungen jetzt erfolgreich in 4K und 60 FPS aufnehmen kann, weil das sind so ein paar Einstellungen, die mir andere YouTuber quasi empfohlen haben. Was heißt andere YouTuber? Ich bin ja eigentlich kein YouTuber, ich bin ja so Hobby Videoaufnehmer und Hochlader quasi, aber kein YouTuber. Ich lebe da nicht von mit meinen 5 Abonnenten, würde ich da wahrscheinlich auch verhungern müssen. Wie auch immer. Also auf jeden Fall ein wunderschönes Spiel, am besten finde ich es immer sogar so zum Ausklang des Tages, so vor dem Schlafengehen, da kann man noch mal ein bisschen runterkommen, weil es eben völlig stress- und gewaltfrei ist. Aber es artet schon auch in Arbeit aus, muss man sagen. Seine Farm hier im Laufen zu halten, da muss man schon ein bisschen was tun auch. Und ich sitze hier gerade 651 FPS, also ganz geschmeidig läuft es jetzt hier gerade nicht, aber gut, okay, da kann man bestimmt noch ein bisschen was optimieren. Aber ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für diesen kleinen Einstellungstest. Einstellungstest, auch Gott. Ich stelle mal einen neuen Mitarbeiter ein hier. Auf meiner Farm. das soll es wie gesagt dann gewesen sein. Und mal Schluss an der Stelle, würde ich sagen. Ich schaue mir das Resultat an und wenn es jetzt tatsächlich flüssig läuft, dann denke ich, kann ich diese Einstellung vielleicht auch weiterempfehlen. Von OBS, zumindest wenn ihr die gleiche oder ähnliche Hardware habt, wie ich ja jetzt gerade genannt hatte, schreibt es auch mal dann in die Bemerkungen mit rein auf YouTube. Könnt ihr es mal nachlesen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und viel Spaß bei allem, was ihr so tut. Dann ciao, ciao.